Na, erkennen Sie sich wieder? Hängen Sie manchmal auch wie dieser Wurm träge und unmotiviert vor der Mattscheibe herum? Da hilft nur eines: einmal kräftig durchschütteln. Jede Wette, dass Sie es gleich selbst ausprobieren werden, aber warten Sie doch noch einen kurzen Moment. Der Disco-Wurm ist nämlich nur eine von unzähligen Websites, deren Sinn es ist, sinnlos zu sein. Und wir zeigen Ihnen noch mehr davon. Es ist die essentielle Frage, die sich Menschen rund um den Globus Tag für Tag stellen. Eine Frage, die selbst Chuck Norris den Schlaf raubt. Has the Large Hadron Collider destroyed the world yet? Hat der riesige Teilchenbeschleuniger die Welt schon zerstört? Der Weltuntergangscheck gratis und bequem per Internet. Unangefochtener Pionier in Sachen sinnlos Websites ist jedoch der holländische Künstler Raphael Rosendahl. Meine Leinwand ist das Internet, sagt er auf seiner Website, auf der er all die skurrilen Werke sammelt. Schrill, bunt, dynamisch, laut und interaktiv und komplett nutzlos sind seine Mini-Websites, die dennoch millionenfach die Nutzer anziehen. Hier ein paar seiner Klassiker. Klopapier abwickeln so oft und so lange man will, einfach ziehen und Spaß haben. Ein digitaler Spiegel für Ihre Maus. Eine Hand zum selber biegen. Und ein Steinhaufen, den man per Mausklick zum Einsturz bringen kann. Außerdem beliebt psychedelisch anmutende, bildschirmfüllende Neongrafiken mit elektronischem Gedudel, die garantiert jeden ihrer Arbeitskollegen in die Flucht schlagen. All diese eigenartigen Internetseiten haben leider eines gemeinsam: eine sehr niedrige Halbwertszeit. Soll heißen, egal ob Wurmschütteln, Fingerbiegen oder Klopapier ziehen, es wird in der Regel sehr, sehr schnell langweilig. Macht aber gar nichts, denn unzählige andere Sinnlos-Websites warten noch darauf, entdeckt zu werden. Die Links zu allen Seiten, die in diesem Beitrag erwähnt wurden, finden Sie natürlich unter diesem Video.